Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Black and White 2. Und ja, unsere Kreatur ist immer noch ein bisschen dick, aber mittlerweile sieht er schon ein bisschen besser aus. Er war ja extrem dick in der letzten Folge. Und ja, wir wollen ja gucken, was er so noch... Ah, okay, der muss noch ein bisschen schlafen. Dann schlafen wir. Schlafen. Ja, dann schlaf erstmal. So, und dann können wir uns mal noch ein bisschen um unsere Hauptstadt. Na, wo ist sie denn? Da. Suppi, suppi, suppi. Nahrung? Ihr habt doch Nahrung. Vielleicht können wir hier wieder ein paar, Brüter machen. Brüter. Rohstoffbedürfnis, Erzbedürfnis, okay. Ja, das ist uns klar, dass wir ein bisschen Erz, dass man hier Erz braucht, aber... Naja. So. Bisschen was Gutes getan. So, da wollen wir da auch nochmal ein bisschen... Nahrung voll. Na. Ihr habt doch Nahrung, Mann. Meckert doch nicht immer so. Ach, da oben haben die keine Nahrung, aha. Haben die wenigstens ein bisschen. Ist alles schon voll, gell? Oh. Ist aber gut. Sehr gut ist das. Häuser bauen. Müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, ne? Das Problem, wir haben ja keinen Platz mehr, ne? Haben wir alles schon... Ach, da haben wir noch ein Haus, wo wir noch gar nicht aufgebaut haben. So. Würde ich sagen, machen wir hier dann noch ein bisschen was. So. So. Wenn wir schon dabei sind, kann man hier ein bisschen die Häuser aufbauen. So, ist ein bisschen dunkel, aber... Nicht so erfreut, aber ja, gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Wo braucht ihr Nahrung? Ihr habt doch alles voll. Ich glaube, die schreien einfach mal so, wir brauchen Nahrung und dann brauchen wir halt keine Nahrung, ne? Wir haben hier schon ziemlich viel gebaut, ne? Schon echt cool. Hat der Kreatur jetzt mal ausgeschlafen? Ich hoffe es ja. So, ja anscheinend, ja. Bist du deprimiert? Ja. So, jetzt gehen wir mal wieder angreifen. So, dann... Ne. Dann gehst du mal dahin.
Gehst mal dahin und dann greifen wir mal an. Komm, als mehr, ne? Wir haben hier schon alles kaputt. So, dann kämpfen wir mit dem. Dass er erstmal weg ist. Jetzt kämpfen sie. In der letzten Folge wollten sie nur kämpfen. Was macht ihr denn da? Ah, jetzt hat er getroffen. Ja, komm schon. Das ist ein bisschen Blut, oder? Oh, der hat nicht getroffen. Wenn es rot geht, müssen wir hier abhauen. Müssen wir hier abhauen. Hm. Ah, jetzt hat er. Hau den kaputt! Hau ihn kaputt! Oh. Heil ich mal, oder? Der macht ihn aber auch platt, ne? Der liegt am Boden und der haut immer noch drauf, ne? Der haut alles noch drauf, ne? Der ist immer noch nicht tot, hä? Komm, halt dich erstmal. Rückzug. Nein! Ein dunkler Tag für unser Volk. Ich verhungere. Heute kämpfen wir, Soldaten. An diesem Tag kämpfen wir für unsere Ehre und um unser Leben. Attacke! Kommen da noch welche, oder was? Oh ja. Ist. Okay. Müssen wir noch gucken, dass wir dann hier.
Müssen wir nur noch ein bisschen abwarten, bis die hier vorbeigegangen sind und dann können wir hier nämlich dann sozusagen das hier bekehren und dann können wir hier alles reinbächen, was so zum Reinbächen geht. Ja. So viele Soldaten haben sie jetzt natürlich auch nicht mehr. Okay. Haben sie jetzt schon die nächsten. Wir werden jetzt mal da oben hingehen. Wir werden die mal abfangen. Und werden mal hier... Das machen wir dann gleich. Dass man dann die Leine dann wechselt. Dass wir die ungefähr hier abfangen. So. Schaut euch um unsere Kreatur! Okay. Die Blitzi Blitzi machen. Jawohl. Hoch. Nochmal Blitzi machen, oh, ja, gut. So. Wir werden euren Tod rächen. Heilen, genau. So. Ihre Bestie scheint die Schriften zu kennen. Wie ist das möglich? Aha, die ist da, okay. Das ist nämlich sehr gut für uns. Los! Dann können wir die nämlich dann zum Beispiel... Hierhin. Na, lass doch los. Hallo. Ja. Sehr gut, dann können wir das Tor wieder zumachen. Wenn wir die jetzt riskieren, ist nicht so schlimm. Los! Jetzt! Ja, schön in den Wald rein, genau. Das macht unsere Kreatur. Mal so ein bisschen Blickwinkel. Dahin. Der kümmert. Ja, der ist okay. Ich habe wirklich Angst. Ja, du hast Angst. Oh, wo sind die jetzt hin? Ah, da. Dann warten wir mal erstmal, bis sie hier kommen. Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Ja. Und so kann man, wenn wir das nämlich haben, ist... Da ziehen wir dann eine Mauer hin, hier, würde ich dann sagen. Und dann, es ist doch alles Paletti. Ich hoffe, das klappt so. Weil wenn nicht, ja, fallen wir ja wieder zurück und das möchte ich ja nicht. Wir wollen ja auch schließlich vorankommen, ne? Wir waren hier schon, keine Ahnung, wie viele Folgen schon wir hier schon abgegammelt haben. Jetzt leckt es auch noch so ein bisschen. Nur ein bisschen. Nicht viel, aber... Ja, ein bisschen Fame-Einbrüche gerade. Sollte aber gehen, sollte... So, dann gehen wir mal dahin.
So, bewegen. So, mal ein bisschen so machen. Erobern, genau. Na, lass doch los. Ah, oh Mann, was ist das? Ah, jetzt. Jetzt. Ah, jetzt, ja. Was? Machst du denn Schönes? Kümmerst du dich darum? Ja, jetzt ist nur noch beobachten, ne? Heil dich mal, mein Lieber. Heil dich mal. Heil dich mal, lieber. Jo, sehr gut. Attackieren. Unsere Bestie wird siegen! Regen. Ja. Ist, wenn ich so nach draußen guck, könnte schon irgendwie passen, ne? Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Bleib ruhig da. Ihre Bestie scheint die Schriften zu kennen. Wie ist das möglich? Nein, du sollst hier nicht die Mauer, du sollst hier die Stellung halten. Ja, der braucht ein bisschen Zuwendung. Ja, mein Junge, ja. Sie sollen diesen Ort nicht lebend verlassen. Aber heute irgendwie, ja, Fame-Einbrüche habe ich heute. Komisch. Na, ihr merkt, glaube ich, schon nichts dran, aber ich merke das. Oh ja, oh. Hier nehmen. Oh, da wollte ich nicht hin. So, na komm schon. Wir wollen ja den Balken auch ein bisschen voll haben. Jawohl. Geht doch. Oh, da kommen schon welche nächste Gegner. Attackieren. Schaut euch um unsere Kreatur! Ja, wir haben nämlich noch. Wie weit sind sie dann? Oh, erst. Okay, dann. Wir haben noch eine Minute noch was. Ja gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal diese Folge. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oder eine Bewertung. So rum. Und ja, dann sehen wir uns dann die nächste Folge wieder. Wir warten noch, bis der Blitz vorbei ist. Ja. Gut, dann sehen wir uns dann die nächste Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.